Hallo Freunde des Holzwerkens, heute werde ich euch mal meine drei Maschinen zeigen, ohne die es mir nicht mehr vorstellen könnte zu arbeiten. Dazu werde ich euch zu jeder Maschine so ein paar Eigenschaften nennen, was sie halt eben besonders macht. Eben halt solche Punkte, die ich in normalen Projekten nicht anspreche, weil es die Zeit nicht so hergibt. Bleibt gerne am Video dran. Gerade bei der letzten Maschine, die ich euch heute zeigen werde, die hat eine Eigenschaft, das ist sehr, sehr interessant. Wir fangen zunächst einmal bei meiner Dickenhobelmaschine an. Das ist eine Maschine, die seht ihr sehr, sehr oft. Wann immer ich Massivholz bearbeite, da kommt auch eigentlich hier diese Schönheit zum Einsatz. Und zwar ist das eine Bäuerle Dickenhobelmaschine mit 63 cm Hobelbreite. Das müsste auch eigentlich tatsächlich meine schwerste Maschine sein, denn so wie sie da steht, wiegt sie ungefähr 1,2 Tonnen. In einem vergangenen Video habe ich euch mal gezeigt, wie man so eine sehr, sehr schwere Maschine mit einfachen Mitteln hochheben kann. Das Video verlinke ich euch mal oben rechts im Eck. Dort wurde auch geschrieben, dass die Maschine sich doch bestimmt von der Europalette runter vibriert. Und das als erste Information, dass es nicht passiert, die ist so schwer, da bewegt sich gar nichts. Also die hat sich in der letzten Werkstatt nicht bewegt und hier hat sie sich auch nicht bewegt. Ihr seht hier diesen Hebel. Da habe ich immer ganz gerne gesagt, hey, das hier ist der Hebel, wenn man zeitig auf der Arbeit ist und diesen Hebel hier benutzt man, wenn man zu spät auf der Arbeit ist. Denn das hier sind zwei Geschwindigkeiten. Rechts, das ist der langsame Gang und links, das ist der schnelle Gang. Wann benutze ich das? Relativ simpel, wenn ich viele, sehr, sehr viele Bretter habe, die noch einen großen Unterschied an Dicke haben und ich halt jetzt nicht 8 mm weghobeln möchte, damit ich bei allen Brettern auf dem gleichen Maßreg bin, dann hobel ich alle Bretter erstmal mit ein bisschen weniger Spanabnahme, aber dafür im schnellen Gang, weil dann ist die Oberfläche natürlich nicht ganz so gut. Je nach Holzart geht es natürlich, wie verwachsen zum Beispiel so ein Stück Eichenholz ist. Und wenn ich dann auf einer gleichen Dicke bin, schalte ich wieder um auf die langsame Geschwindigkeit und habe mit frischen Messern ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Zwei Dinge solltet ihr bei dieser Maschine wissen. Das ist eine sehr, sehr alte Maschine. Das ist, glaube ich, Baujahr 1963. Und da bin ich immer noch erstaunt, wie gut dieses Teil immer noch funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es eine Maschine, an der man tatsächlich in regelmäßigen Abständen auch schon mal was einstellen muss. Denn ich habe erst vor kurzem in einem vergangenen Projekt eine Schräge angehobelt und da waren die Druckbalken, da waren die viel zu fest eingestellt und deswegen wurde das Holz immer zerdrückt. Das habe ich angepasst für dieses Projekt, nur merke ich jetzt halt eben, dass die Druckbalken teilweise ein bisschen zu weit unten sind und die Vorschubwalzen mit genügend Druck ausüben. Das bedeutet, das Holz keilt am Anfang so ein bisschen. Das bedeutet, so eine alte Maschine, wenn man sie sowas zulegt, da muss man immer wieder dran rumschrauben. Das ist normal, denke ich zumindest mal. Denn bei mir ist es so. Dafür hat man aber auch eine Maschine, die sehr, sehr, ja, zuverlässig ist. Eigentlich größere Probleme gab es bis dato nie so wirklich, wenn man das Teil einmal eingestellt hat. Gibt es nur noch so Kleinigkeiten, die man anpassen muss. Wenn wir an dieser Stelle sind, dann will ich gerade noch einmal kurz hier dieses Teil ansprechen. Das ist mit das beste Upgrade, was ich dieser Maschine verpasst habe. Und zwar ist das eine digitale Höhenanzeige. Vorher musste man immer parallel hier auf das Maß schauen. Jetzt sind wir zum Beispiel bei 5,2 cm. Natürlich habe ich das im stehenden Zustand gemacht. Nur so seht ihr mich halt eben jetzt besser. Und das hat direkt ein Problem. Zuallererst mal ist diese Einstellung nicht so genau. Man kann mit der Hobelmaschine hier, wenn man das Ganze genau einstellen kann, auch sehr, sehr genau hobeln. Das ist erstmal das Erste. Der zweite Nachteil ist, dass jedes Mal, wenn wir uns bücken, um dann parallel auf diese Anzeige zu schauen, da sind wir jedes Mal im Gefahrenbereich. Überall hier, wo der Tisch ist, waagerecht weiter nach vorne, könnten kleine Holzstücke nach vorne geschleudert werden. Das bedeutet, ich wollte es schon immer vermeiden, dass man irgendwie parallel mit seinen Äuglern hier in diese Höhe nur gerät. Und deswegen ist das erstmal ein toller Vorteil. Wir haben hier keine Gefahr, dass uns irgendwas ins Auge fliegt und halt eben uns vielleicht das Auge wirklich auch kaputt macht. Wenn wir hier gerade schon sind, das hier ist ein Hebel. Den muss man immer wieder arretieren, wenn man die Höhe eingestellt hat. Denn tatsächlich hat das Ganze so, wie es hier ist, relativ viel Spiel. Wenn wir uns nämlich jetzt mal dieses Maß anschauen, wir stellen uns vor, wir schieben unser Holz durch, dann wird das Ganze vorne runtergedrückt. Wenn wir uns nämlich das jetzt mal anschauen, dann sind wir bei 51,6 mm. Und wenn wir unser Holz durchdrücken und es am Schluss rausgeschoben wird, dann drückt die Walze natürlich nur noch nach hinten. Und dann sehen wir, dass wir hier schon ein bisschen Spiel in dem Tisch haben und den können wir bewegen. Wenn wir das allerdings festziehen, dann seht ihr, dann ist das auch wirklich fest. Das ist erstmal das Schöne daran. Fest ist fest, lose ist lose. Kommen wir einmal noch kurz zu dieser digitalen Höheneinstellung. Das ist hier dieses Konstrukt. Da haben wir hier einfach dieses C-Profil aus Flachstahl. Das hier ist eine digitale Höhenskala. Damit kann man einfach eine Höhe abnehmen. Das bedeutet, das hier ist der Geber und das hier ist der Nehmer. Wie ich das gebaut habe, habe ich in einem separaten Video euch mal gezeigt. Wenn wir den Tisch hoch oder runter drehen, dann wird das hier einfach mitgenommen. Ich zeige es euch mal.
So einfach kann es gehen. Ich öffne mal hier die Klappe, damit ihr erahnen könnt, wie groß der Motor ist, der diese tolle Maschine antreibt. Der sieht nicht so groß aus, aber unterschätzt das nicht. Das Teil ist wirklich, wirklich, wirklich gigantisch. Der hat 6,3 kW und der haltet zu schnell nicht an. Ich lasse die Maschine mal kurz ein bisschen laufen. Jetzt habt ihr mal gesehen, was hier innen drin so passiert, wenn sich das Ganze in Bewegung setzt. Ich verwende hier eine 2,5 Quadratmillimeter Leitung. Das ist so das Kleinste, was man wirklich benutzen sollte. Gerade in der alten Werkstatt hatten wir ungefähr 15 Meter Weg von dem Sicherungskasten zu der Maschine. Und da hat man tatsächlich schon gemerkt, wenn man den Schalter zu schnell rumschlägt, dass die Sicherung mal rausfliegt. Das ist recht oft passiert. Hier ist es nämlich ganz so wild, weil die 2,5 Quadrat Leitung, die geht hier nur einmal um die Ecke und dann ist sie direkt in der Unterverteilung. Bedeutet, wenn ihr so 5 bis 10 Meter Weg zu dieser dicken Hobelmaschine hier habt, dann sind 2,5 Quadrat okay. Dicker wäre natürlich trotzdem immer wieder besser. 4 Quadratmillimeter Leitung würde ich definitiv in Zukunft verbauen, wenn die Maschine 10-15 Meter von dem Sicherungskasten entfernt steht. Alles unten drunter wird hier nicht funktionieren, also unter 2,5 Quadrat. Aber wozu gibt es einen Elektriker? Der kann euch dort besser informieren. Vielleicht fragt ihr euch ja, wofür hier vorne das Handrad noch ist. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Bei diesen Maschinen ist es oftmals so, dass wir eine Untertischrolle haben. Bedeutet, wir haben unseren Maschinentisch und unten drunter befinden sich noch Rollen. Das bedeutet, wir können etwas hobeln und das zu hobelnde Material rollt über diese Rollen und gleitet nicht wirklich über die Tische. Natürlich gleitet es am Anfang und am Ende immer über die Tische, aber wenn die Rollen ein bisschen weiter rausgefahren sind, dann bringt das schon recht viel. Ich habe die Rollen so eingestellt, dass die immer mitrollen, aber das Holz schon eher auf dem Maschinentisch aufliegt, damit wir halt eben nicht diesen Hobelschlag haben, denn wenn wir die Rollen benutzen, dann knickt das natürlich hinten immer so ein bisschen ein und dann haben wir einen relativ starken Hobelschlag. Wenn ihr euch so eine Maschine gebraucht zulegt, dann wird meistens, wenn die nicht so gut gepflegt wurde, eine Sache immer der Fall sein. Und zwar hier der Tisch. Der muss wirklich richtig glatt sein. Wie erzielt man das? Oder wie habe ich das gemacht? Ich habe das Ganze einmal abgeschliffen. Natürlich wurde dieser Tisch maschinell damals so bearbeitet, dass theoretisch wie so ein kleines Luftpolster erzeugt wird, wenn man das Holz drüber schiebt. Das wurde mir mal zumindest gesagt, halte ich aber für hinfällig, denn wenn dieser Tisch hier einfach extrem verrostet ist, dann muss man da einfach ein bisschen Material abnehmen und wenn man da einfach ein bisschen Silbergleit drauf gibt, dann gleitet das Holz sehr, sehr gut. Braucht man so eine breite Hobelmaschine? Nee, nicht unbedingt. Vor allem ist es auch hier so, dass wir eine durchgängige Einzugswalze haben. Das bedeutet, ihr müsst euch nicht vorstellen, dass ich hier 10 Kanthölzer direkt nebeneinander durchschiebe. Das funktioniert nicht so ganz mit einer durchgängigen Vorschubwalze, einfach weil die dann nur bei manchen Stücken, die minimal dicker sind, eher aufdrückt und die anderen Stücke, die werden nicht richtig durchgezogen. Ist es praktisch, dass man so breit hobeln kann? Definitiv ja. Erst vor kurzem habe ich wieder die maximale Breite der Hobelmaschine genutzt und da ist es einfach ein absoluter Genuss. Wie viel Material kann man mit so einer Hobelmaschine wegtragen? Das ist ganz spaßig, denn so viel wie tatsächlich geht. Das heißt, wenn ihr das Holz vorne schon in mir reingeschoben bekommt, weil die Anzugswalzen oder die Vorzugswalzen zu stramm eingestellt sind, dann habt ihr offensichtlich das Maximum erreicht. Aber so 8 mm, wenn es jetzt keine 60 cm sind, wenn es zum Beispiel mal so 10, 20 cm Breite mit 5, 6 mm sind, das habe ich schon öfters gemacht. Wenn wir gerade sind, Thema Absaugung. Ich nutze hier einen 160 mm Anschluss. Einfach aus dem Grund, weil viel mehr von der damals vorhandenen Absaugmöglichkeit nicht möglich ist. Aber mit dem 160er Anschluss habe ich vorne so gut wie gar keine Späne, die vorne noch rausfliegen. Also 160 mm bei einer entsprechend starken Absaugung funktionieren tadellos. Da braucht man keine 200 mm, was manche Hersteller angeben. Bei mir funktionieren die 160 mm wunderbar. Ich habe es eben angesprochen, ich werde jetzt einmal die langsame Geschwindigkeit und einmal die schnelle Hobelgeschwindigkeit euch demonstrieren, damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel Material die Maschine dann wirklich in kürzester Zeit abträgt.
Eine weitere Maschine, die wirklich nicht mehr wegzudenken ist, ist tatsächlich hier dieses tolle Teil. Und zwar ist es eine Formatkreissäge. Ich habe viel dran gemacht, damit das Ganze noch besser zu nutzen ist. Ich werde euch ein paar Eigenschaften von der Säge hier zeigen, werde euch auch einen Trick zeigen, wie ihr noch ein bisschen längeres Material als euren Schiebeschlitten schneiden könnt. Und generell so ein paar Hintergrundinformationen. Denn hier diese Formatkreissäge ist auch keine 5000 Euro Kreissäge. Ich glaube, dass ich damals 1000 oder 1500 bezahlt habe. Und das hier ist im Prinzip so eine perfekte Zwischengröße. Aber lasst es mich euch ein bisschen genauer zeigen. An der Stelle sollte man vielleicht einmal unterscheiden, was ist eine Formatkreissäge und was ist eine Kreissäge mit Schiebetisch. Weil das wird oftmals verwechselt, habe ich früher auch gemacht. Ich hatte früher eine Rapid PK 100 Tischkreissäge. Das Video verlinke ich euch mal oben rechts im Eck. Und dort habe ich mir selber einen Schiebetisch gebaut. Das Problem bei einem Schiebetisch, wie ich finde, ist aber jedes Mal, dass einfach der Tisch nicht direkt neben dem Sägeblatt läuft. Und das ist nämlich der Riesenvorteil bei einer Formatkreissäge. Wenn wir einen Auftrennschnitt, einen Besäumschnitt machen, dann können wir einfach unter Holz auf den Schiebetisch bzw. auf den Formatschiebetisch legen und können einfach direkt daneben sägen. Das ist erstmal so der große Unterschied. Ein Schiebetisch, den schiebt man neben der Tischkreissäge hin und her. Ohne Formatkreissäge, da läuft hier dieser Formatschiebeschlitten direkt neben dem Sägeblatt. Ein großer Nachteil von der Formatkreissäge in Anführungszeichen ist der Platzbedarf. Ist auch nicht klein. Wenn man aber eine Kleinigkeit ein bisschen anders einstellt, dann ist das von dem Platzbedarf schon gar nicht mehr so wild. Wir schauen uns zunächst einmal den Schiebeschlitten an. Und zwar haben wir hier ungefähr 2,25 Meter Länge. Das hier ist der Längsanschlag und das ist eigentlich so das große Problem, was so eine Formatkreissäge ultrasperrig macht. So, messen wir mal gerade hier, der hat ungefähr 1,70 Meter. Jetzt schieben wir mal den Schlitten ganz nach hinten und dann fällt erstmal eine Sache auf. Also, wir sehen jetzt hier das Sägeblatt, darum geht es aber gleich. Hier schalte ich auch tatsächlich immer den Hauptschalter aus, weil wenn ich irgendwo an dem Sägeblatt rummache, da bin ich mit meinem Knie immer recht nah an dem Einschalter und ich will mir natürlich nicht die Finger absäbeln, deswegen schalte ich den Schalter immer aus. Wenn ihr jetzt Bohlen habt, die länger als 2,25 Meter sind, 2,25 Meter kann man eh nicht so gut schneiden, weil vorne kommt da immer noch ein Besäumschuh oder halt eben Teil von Fritz und Franz hin, dann hat man, sagen wir mal, 2 Meter. Wir haben aber jetzt hier, wie man sieht, noch ein bisschen Länge. Das heißt, wenn es mal wirklich auf Teufel komm raus nicht so richtig passt, dann können wir schon ein bisschen länger als hier diesen Tisch hier schneiden. Denn bis hierhin zur Spitze des Sägezahnes haben wir nochmals gute 35 cm. Das bedeutet, wenn ihr eine Formatkreissäge habt, habt ein Projekt, wo ihr einfach mal das Holz besäumen müsst, damit ihr anstatt 2 Meter mit ein bisschen extra 2,20 Meter schneiden könnt, vorne mit Besäumschuh, dann könnt ihr schon euer Brett hier so ein bisschen rausgucken lassen. Das liegt ja rechts auf dem Tisch noch ein bisschen auf, nur hier liegt es halt eben nicht mehr so viel auf. Das ist ja nicht ganz korrekt, aber so kann man theoretisch ein bisschen mehr Länge rauszögern, weil bei so einem großen, massiven Stück Holz ist auch so die Gefahr, dass das irgendwie wegschlägt, nicht so groß, weil es halt eben hier überall gut aufliegt. Das ist ein Tipp, das muss man mit sich selber vertreten können, aber so erstmal habe ich es in der Vergangenheit gemacht, wenn ich jetzt Stücke habe, wo es zum Beispiel hier an 5 cm habe, dann lasse ich die hinten einfach rüberschauen, schaue, dass meine Finger weit genug weg sind und dann kann man erstmal die Länge so ein bisschen austricksen. Das ist mal der erste Punkt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das der Platzbedarf. Ich habe ja schon gesagt, wir haben die Breite von 1,70 Meter und das ist oftmals so der knackende Punkt. Ich sag mal, wenn eine Formatkreissäge auch in einer kleineren Werkstatt mitten in der Werkstatt steht, dann ist es oftmals ein bisschen ein Problem, dass hier dieser Längsanschlag hinten dann anschlägt, wenn wir zum Beispiel hier einen Längsschnitt machen. Jetzt ist es so, dass man meistens nicht immer diese kompletten 2 Meter brauchen und so habe ich es dann in der alten Werkstatt gemacht, dass ich hier den Schlitten einfach nach hinten stelle. Ich will es ja gerade ansprechen, den Tisch muss man ganz nach vorne schieben, wenn man das Sägeblatt wechseln muss. Das ist dann oftmals so der Knackpunkt, dass es in engeren Werkstätten halt eben zu eng wird. Aber wenn man sagt, okay, für hier diesen reinen Schiebeschlitten ohne den Längsanschlag passt es trotzdem noch in eine Nische, dann kann man nämlich das Folgende machen. Man kann einfach den Längsanschlag nehmen und kann den nach hinten ziehen, kann den mittig einstellen und kann trotzdem recht gut arbeiten. Ich zeige es euch mal. Angenommen, wir müssen das Sägeblatt wechseln. So haben wir jetzt hier den Längsanschlag schon mal einen Meter von dieser Maschine entfernt stehen, um ans Sägeblatt ranzukommen. Und hier kann man noch lang gehen. Bedeutet, wenn eine Werkstatt zu klein ist, dann hätte man jetzt genügend Platz und kann halt eben hinten an dem einen Teil, da kann man noch vorbeigehen. Oftmals ist, wie gesagt, der Längsanschlag so das Problem, dass man dort nicht mehr langkommt. Wir haben jetzt hier nichtsdestotrotz, dass unser Längsanschlag mittig eingestellt ist, haben wir hier immer noch 1,40 Meter an Länge, was wir schneiden können. Das bedeutet, wir können eine Platte von 1,40 Meter
mal locker 2 Meter hier jetzt noch wunderbar schneiden, obwohl unser Längsanschlag mittig am Schiebeschlitten eingestellt ist. Ja, jetzt sagt er bestimmt, okay, was ist, wenn ich jetzt eine Bohle schneiden möchte, die so lang ist wie der ganze Schiebeschlitten? Okay, lasst mich euch einmal kurz zeigen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Bohle. Mal nehmen wir jetzt einfach mal hier dieses Brett, um das zu versinnbildlichen. Die Bohle müssen wir hier auflegen. Das bedeutet, entweder wir stellen unseren Längsanschlag ganz nach hinten, damit wir jetzt für dieses Brett hier Platz haben. Jetzt können wir es hier drauflegen, unser Längsanschlag ist hinten nicht mehr im Weg. Dann könnte man ja wiederum sagen, ja Philipp, dann kann ich aber nochmal meinen Schiebeschlitten nicht ganz bis nach hinten schieben, weil ich dann an die Maschine stoße. Was man auch nicht so oft sieht, was man an der Formatkreissäge auch machen kann, ist nämlich das Folgende, passt mal auf. Den können wir nehmen und können komplett entfernen. Denn hier diesen Ausleger, den können wir jetzt hier einfach mittels Magneten an der Formatkreissäge befestigen. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier jede Menge Platz. Wenn ich mit der Formatkreissäge fertig wäre und dort meine Werkbank wäre, hätte ich jetzt hier halt eben nochmal Platz, um Möbel aufzubauen. Und ich sage sowas immer, weil es bei mir auch mal so der Fall war. Man kann immer sagen, ja Philipp, bei dir ist alles so einfach. In meiner letzten Werkstatt habe ich das hier jedes Mal gemacht, wenn ich einen Drechselkurs hatte, damit wieder mehr Platz in der Werkstatt ist. Das ist was, das sieht man nicht oft auf YouTube. Deswegen zeige ich es euch. Man kann einen Längsanschlag von einer Formatkreissäge in den meisten Fällen gut entfernen. Ich finde so einen Anblick von der Formatkreissäge bei den neueren Modellen vor allen Dingen zu Beginn erstmal ein bisschen verwirrend. Da hat man hier oftmals jede Menge Knöpfe, um den Vorritzer einzustellen, um die Geschwindigkeit einzustellen, um die Höhe einzustellen, die Neigung und so weiter und so fort. Hier bei der Maschine ist das alles ein bisschen übersichtlicher. Das hier ist eine Arretierung um 45 Grad oder halt eben die Neigung einzustellen. Damit arretiert man das Ganze. Hiermit kann man mechanisch die Neigung einstellen. Das hier ist der Einschalter und das ist der Hauptschalter. Hauptschalter einschalten und Maschinenschalter betätigen. Fragt euch, welche Formatkreissäge ist das? Das ist eine Samco, Samco geschrieben mit C, SC3. Gibt es oftmals für wenig Geld, in Anführungszeichen, was eine Formatkreissäge ist. Vor allem die hier hat eine echt schöne Größe, einen Schiebeschlitten von 2,20 Meter, Schnittbreite ungefähr 90 cm. Das ist eine richtig tolle Zwischengröße zu kleinen Formatkreissägen, die, wie ich finde, nicht so viel Sinn machen, weil sie halt einfach sehr teuer für wenig Größe sind und halt eben bei diesen klassischen ganz, ganz alten großen Schiebeschlitten Formatkreissägen mit 3 Metern, die würden auch bei mir nicht so gut reinpassen. Hier sehen wir einen Notaus und hier sehen wir die Kurbel, mit der wir die Höhe einstellen können. Und dieses Handrad können wir abziehen und können damit dann die Neigung einstellen. Das ist bewusst so gemacht vom Hersteller, damit man an der Seite nicht in das Handrad reinläuft. Und hier ist auch meistens das Handrad, weil Gärungsschnitte kommen nicht so oft vor. Eine gute Formatkreissäge, finde ich, besteht so aus 3 Teilen. Ein guter Längsanschlag inklusive Formattisch, eine gute Spanabsaugung und dann eine Möglichkeit, irgendwie die Parallelität in Form des Schiebeschlittens einzustellen. Die Spanhaube habe ich hier nachgerüstet. Da habe ich euch ja erst vor ein paar Videos hier diese Spanhaube gezeigt. Mittlerweile ist auch der passende Anschluss bei mir angekommen. Und viele, viele Spanhauben müssten derzeit auch tatsächlich schon im Versand sein an diejenigen, die das Ganze vorbestellt haben. Ich packe euch den Link hier zu der Spanhaube in die Videobeschreibung. Da gelangt ihr dann zu dem Video, wo ich das Teil hier, die komplette Spanhaube inklusive Arm gebaut habe. Und vor allen Dingen noch so ein paar prägnante Fragen, die oft gefragt wurden. Ich packe euch das als Link in die Videobeschreibung und direkt daneben findet ihr hier die Zeichenablage. Das bedeutet, wenn ich irgendwie nach Plan baue, dann kann ich hier meine Pläne einspannen und habe immer eine perfekte Übersicht. Und das ist tatsächlich ein Feature, das ist nicht zu unterschätzen. Das macht sehr viel aus. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und eine Sache gibt es, die stört mich tatsächlich ziemlich stark bei einer Formatkreissäge, speziell bei dieser. Das ist so verbaut bei sehr vielen Formatkreissägen. Es würde mich aber auch dort tatsächlich jedes Mal wieder stören, denn ich habe mich selbst schon sehr oft ertappt, dass ich das Folgende gemacht habe. Ich habe mich rübergelegt, irgendwie vor dem Sägeblatt, wenn jetzt hier Holz nach vorne geschleudert wird, das ist alles nicht so schön, denn man muss sich natürlich hier rüberlegen, um die Breite einzustellen. Das ist auch der Grund, warum der Parallelanschlag flach eingestellt ist, weil dann ist die Skala auf der linken Seite. Das bedeutet, es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die müsste ich ein bisschen verbessern, und zwar ist es der Parallelanschlag. Damit ich keinerlei Grund mehr sehe, hier diese Formatkreissäge die nächsten 5 Jahre auszutauschen. Montiert ist ein 315 mm Sägeblatt. Die Maschine hat ungefähr 3 Kilowatt. Das ist erstaunlich wenig dafür, wie viel Power die wirklich hat, wenn wir Massivholz aufsägen. Ich habe damit schon regelmäßig 65 mm Blockware aufgetrennt. Die ist noch nie stehen geblieben. Wenn man ein Sägeblatt hat, was einigermaßen scharf ist, kann man da richtig, richtig Geschwindigkeit aufs Holz geben, um damit effektiv arbeiten zu können. Richtig tolle Maschine. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Maschine. Und ganz wichtig, da werde ich euch gleich eine richtig geile Funktion zeigen, weil es ist langsam wieder so an der Zeit. Aber ich denke, an die Maschine hat noch keiner so wirklich gedacht.
Es ist eigentlich recht simpel, es ist die Absaugung. Ohne Absaugen könnte ich die Hobelmaschine nicht gut benutzen. Ohne Absaugen könnte ich die Formatkreissäge nicht gut benutzen, weil alles staubig ist, das ist ungesund und vor allen Dingen entsteht jede Menge Dreck. All diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden wissen, dass das Thema Absauganlage eigentlich schon immer so ein Knackpunkt war. Oftmals hat es ausgereicht, oftmals war das Spänetüte wechseln eine absolute Katastrophe. In den meisten Fällen war noch Material in der Rohrleitung, unterm Strich hat es nicht wirklich funktioniert. Das hier ist der Entstauber, mit dem ich die letzten Monate hier alles immer absauge. Das ist ein Redex-Entstauber von der Firma Absaugprofi. Und ich glaube, so Thema Absaugen, gerade bei so einem Entstauber, ist oftmals so ein kleines Mysterium, weil man denkt immer an so einen Parkside-Staubsauger, wo einfach ein Motor mit dem Schlauch dran ist. Hier in so einem Redex-Entstauber ist schon wesentlich mehr Technik drin, was man auf den ersten Blick nicht direkt sieht. Deswegen will ich einmal kurz darauf hinweisen, was das komplette System einfach so geil macht, was man halt eben nicht auf den ersten Blick sieht. Das hier ist ein 200er Gerät, bedeutet, wir haben einen 200 mm großen Absaugdurchmesser, wo wir dann halt eben die Verrohrung anschließen und später natürlich dann die Maschinen anschließen. Das ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Ich habe mich schon selber sehr, sehr oft ertappt, dass 3, 4, 5 Absperrschieber geöffnet waren und die Absaugleistung immer noch wunderbar war. Wir sind jetzt aber erstmal hier bei der Späneentsorgung angekommen. Da haben wir hier diese Schiebetonnen und da sind Tüten drin, die werden per Vakuum werden die nach unten gezogen, damit die nicht in die Maschine hochgesaugt werden. Da haben wir hier hinten nämlich einen Anschluss, da saugt die Maschine nicht nur die Späne an, sondern auch die Tüte mittels Vakuum unten in den Behälter rein. Bedeutet, wir können die Tüten rausnehmen, entleeren, reinpacken, weitersaugen und das Ganze ist dann auch immer schön luftdicht. Und so ist das Ganze jetzt wieder fest montiert. Davon haben wir zwei Container. Bedeutet, wir können in zwei Containern die Späne sammeln, um sie dann bei Bedarf halt eben leeren zu können. Dieser Entstauber ist ungefähr 80 cm tief und ungefähr 2,5 Meter lang. Das ist recht überschaubar. Das ist, wenn man sich überlegt, was die Maschinen hier alles absaugen, mit wie viel Filterfläche die das macht. Denn ungefähr ab hier befinden sich hier nur noch Filter drin, damit wir halt auch eben immer sehr, sehr viel Leistung beim Absaugen haben. Dafür, was hier alles drin ist, ist das recht überschaubar. Also das ist eine sehr kompakte Maschine und die ist auf Rollen und wenn man die ein bisschen bewegt, dann sieht man, dass man die theoretisch immer noch rollen kann. Ich darf sie jetzt natürlich nicht zu weit rollen, weil die Verrohrung hinten fest anhängt. Bedeutet, das ist eine kompakte Maschine, die man trotzdem noch bewegen kann. Denn so habe ich sie nämlich auch hier reingerollt. Ich habe sie einfach durch die ganze Halle durchgerollt. Hat sehr gut funktioniert, denn wir haben auch hinten haben wir noch Griffe, um das Ganze halt eben rollen zu können. Angenommen, ich gehe von der Abrichte, wenn sie per Einschaltautomatik läuft, ich gehe an die Abrichtmaschine, schalte diese ein, die Absauganlage geht langsam an, dann schalte ich die Abrichte aus, ich gehe mit meinem Karren mit den Hölzern zur Dickenhobelmaschine und wenn ich dann die Dickenhobelmaschine einschalte und die Absauganlage immer direkt mit voller Leistung reinschlägt, dann geht das aus Material und das verbraucht mehr Strom. Dadurch, dass der Entstauber immer langsam hoch und langsam runter fährt, kann man das so ein bisschen ausgleichen und das ist tatsächlich der Grund. Daneben hat dieser Entstauber allerdings auch einen Frequenzumrichter, das bedeutet, der passt die Drehzahl der benötigten Leistung an. Das bedeutet, wenn ich alle Absperrschieber öffne, dann merkt man, dass sich dort ein bisschen was in der Maschine tut, damit die halt eben das Ganze bewältigen kann. Und wenn ich halt eben nur an der Formatkreissäge mit einem 120er Auslass arbeite, dann fährt die einfach ein bisschen runter. Das hat auch eine Funktion, um Strom zu sparen, den Motor so ein bisschen zu schonen und halt eben nicht zu viel Vakuum in die Rohrleitung reinzubringen. Ein schneller Fakt, bevor wir zum nächsten spannenden Thema kommen, was es hiermit auf sich hat. Wenn ich die Werkstatt hier ausblase mit einem kleinen Gebläse, um halt eben die Maschinenoberflächen abzublasen und ich die Luft direkt filtern möchte, dann lasse ich einfach den Entstauber laufen, öffne alle Absperrschieber und dann reinigt der Entstauber auch die Atemluft. Weil der hat natürlich so viel Durchsatz, dass wenn man die eine halbe Stunde laufen lässt, dass der hier alles einmal schön umwühlt. Die Luft wird nach oben rausgeblasen. Das bedeutet, wir haben eine schöne Luftverwirbelung und der Entstauber kann einmal alles durchsaugen. Und dann merkt man wirklich, wenn man hier viel rumbläst, dass halt eben der Staub sehr, sehr schnell in den Filtern landet. Diese Filter müssen allerdings gereinigt werden. Da gibt es zwei Arten, die mir bekannt sind, um so einen Entstauber zum Beispiel zu reinigen. Das ist einmal so ein Vibrationsmotor, der schüttelt quasi die Absaugfilter. Aber dieser Entstauber hier hat die bessere Abreinigung und zwar ist das eine Jet-Abreinigung. So reinigt man mittels Druckluft alle Filter parzellenweise durch. Das ist auch ganz cool, weil da merkt man immer, dass so ein Stoß in die Maschine geht. Und dann reinigen die Filter sich und man merkt danach, wenn man viel Schleifstaub eingesaugt hat, wie viel Material da drin ist. Das ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da habe ich teilweise schon so hoch Schleifstaub unten in den Spänetonnen drin gehabt, nachdem ich die Maschine eine Viertelstunde sich abreinigen lassen habe.
Wir öffnen einmal die Spänetonne. Wir sehen, hier sind eigentlich nur Hobelspäne drin. Wir richten mal alles ein, dass wir den Entstauber reinigen können. Und dann schauen wir gleich nochmal hier rein. Einmal den Kompressor an Strom anschließen. Jetzt schließen wir noch die Druckluft an. Und da müsste es auch eigentlich gleich schon losgehen. Da hatten wir mal die Abreinigung. Und da habt ihr gerade schon den ersten Luftstoß gehört, dass die erste Parzelle gereinigt wurde. Das läuft dann jetzt im Kreis. Das dauert immer ein paar Sekunden. Und jetzt kann es weitergehen. Eben war der Kompressor aus, deswegen hat sie nicht weiter gereinigt. Und da merkt man immer, dass hier die Wand so ein bisschen diesen hier macht. Die Abreinigung war fleißig. Wir schauen jetzt einmal rein. Oh, das ist doch mal brutal. Ich bin jetzt mal gespannt, wie hoch das ist. Okay, ihr seht, es ist in dem Fall jetzt nicht ganz so viel. Okay, doch schon. Boah, gucken wir euch das mal an. Das ist alles feinster Staub, der in den Filtern drin war. Und auch hier, das ist der helle Wahnsinn, wie viel Zeug das ist. Boah, das ist noch mehr. Guckt mal, das ist wirklich alles feinster Staub. Ich denke, das hat jetzt mal deutlich gemacht, welchen Unterschied dieser Entstauber mittlerweile hier in der Werkstatt macht. Hättet ihr es gedacht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, sage ich ciao.